Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder hergefunden habt zu einem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Ich mache das aber so ein bisschen wie mit Watch Dogs Legion. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ich werde hier Cyberpunk für euch in YouTube-gerechte Folgen schneiden. Ich habe das im Stream gespielt und packe es jetzt aber einfach mal für euch nochmal hier so hoch. Und würde mich freuen, wenn ihr Spaß mit dem Let's Play habt. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß mit dem Spiel. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der ersten Folge Cyberpunk 2077. Ja, so machen wir. Ich bin Nomade. Ach so, zum Fortfahren drücken. Meine Haare sehen ja witzig aus. Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen lauter machen, würde ich behaupten. Und ich muss meinen Task Manager wieder öffnen. Den habe ich geschlossen. Wo auch immer. Hier. Willkommen zu Cyberpunk. Ein erster Besuch. Jo. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits eine Erfahrung hast. Nee, bin ich nicht. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen Cyberpunk zurückgreifen. Okay. Hab ich wohl gehört. Ich habe jetzt Gesamtlautstärke noch ein bisschen hoch gemacht. Dialoglautstärke ist eigentlich schon Maximum. Du kannst ja zu einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was eine Nomadin allein an der Grenze macht. Jetzt glaube ich ein bisschen lauter, ne? Vielleicht haben sie das ja gefixt. Aber wenn ich was im OBS machen muss, muss ich raustappen. Bewege dich mit WASD. Sprich mit dem Mechaniker. Die Kosten dieser modernen Behandlungstherapie werden mit um die 700.000 Euro-Dollar pro Monat beziffert. In den Überresten von Atlantic City tobt das Dämonie-Inferno nun schon die zweite Woche in Folge und nimmt immer weiter zu. Die 40 Quadratkilometer. Ich kann rennen. Leute haben im Kampf gegen die Flammen ihr Leben gelassen und 40 weitere erlitten schwere Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen. Die schwedische Akademie hat bekannt gegeben, dass der nächsten Literatur. Der Vereinigungskrieg ist der jüngste Konflikt in Nordamerika. Metallkrieg. Das sind die Texte, die ich gern schreiben würde, aber selber nie lese. Als einen Schatz dieser Generation. Grantchester, eigentlich eine entwickelte KI von Raven Microcybernetics, hat in den vergangenen Jahren für viel Aufsehen gesorgt. Ihr erster Roman Requiem für einen Samurai. Ich habe irgendwas Kinoshi-Produkte benutzt und habe jetzt was gewonnen. Den Kinoshi Thermosense. Es wurde heute in einem anderen Stream festgestellt. Ja, dann. Was soll's? Ist halt eh ein Kackstream.
Aber wie gesagt, wenn ich im OBS was machen muss, muss ich halt raustappen. Anders komme ich ja nicht raus. Warnung, sie wurden angegriffen. Möchte das greifen? Gegenmaßnahme erforderlich. Medikamentlotterie. Hm, heutzutage gar nicht so eine schlechte Idee. Gibt ja keine Medikamente mehr. Lagerbestand. Okay. Ich glaube, das brauchen wir jetzt noch nicht. Später vielleicht. Okay, ich kann durchscrollen. Du kannst jetzt zu einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was... Langsam reißt mir der Geduldsfaden. Wollt Text lesen! Kann er fragt, was eine Nomadin allein an der Grenze macht. Mach ich auch. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Ich muss erst überlegen. Und? Und dein Gelaber ist nicht hilfreich. Jetzt muss ich ja das nehmen. Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitzdraht. Lauf den Kompressor immer weiter. Ein Kolbenfresser. Und jetzt eine wichtige Nachricht für... Hat irgendwer die Null gewählt? Der Obdachlosenplage im Abwassersystem des Distrikts wird entgegengewirkt. Schon ab morgen beginnt die gezielte Ausräucherung. Aufgrund der Verwendung standwirksamer Beziehung... Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Und der Hund ist ja cool. Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lange genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Was bedeutet das? Ich meine, das werde ich noch rauskriegen. Hey, ich habe nicht ewig Zeit. Wenn hier was gelb hinterlegt. Das, haben wir, das wird mir mein Tutorial schon noch sagen. Jackie Wells. Hast du ihn zufällig? Okay, gelb ist wahrscheinlich. Dann geht's weiter. Okay. Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Mike, wusste nicht, dass du Kundschaft hast. Ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, sie hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Hallo. Weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Mein Fehler. Hatte nicht vor anzuhalten, aber mir hat die Kupplung versagt. Ja. Hinter allen Fehlern steckt Versagen. Härter als dein Leben. Mein Name ist Andrew Jones. Hast sicher schon von mir gehört. Nicht, dass ich wüsste. Ich hatte gar keine Wahl. Im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Ich hätte nichts sagen können wahrscheinlich. Silber Shogun. Sagen dir die was? Machst dich wohl gerne unbeliebt, was? Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Ich repariere sie und hau ab. Hab keinen Grund, hier zu bleiben. Verdammt richtig. Den hast du nicht. Okay, der Fernseher nervt. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City.
Eine Ausgestoßene unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Die Gewalttaten lassen nicht nach in den Badlands. Hatte gehört, der Ort ist besonders gastfreundlich. Schön zu sehen, dass das stimmt. Klar sind wir gastfreundlich. Zu Leuten, die wissen, wie man sich benimmt. Hab einen Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay. Ich will keinen Ärger. Ich hab's doch schon gesagt. Ich will keinen Ärger. Kein Ärger geht ganz einfach. Zieh ab und fahr weiter. Ich befürchte, in diesem Spiel komme ich nicht oft zum Reden, oder? Das klingt aber nicht gesund. Ja, die reden ziemlich viel. Da kann ich nicht so viel mitreden. Oder dazwischen reden. Und das, was ich immer schon mal nicht mag, ist ja, wenn du gezwungen wirst, auf Schnelligkeit irgendeine Antwort zu wählen. Aber okay. Kriegen wir hin. Jetzt kommt bestimmt gleich Kampftutorial. Schießen und so. Schießen. Okay, ich kann springen. Eule, ich habe gerade an sich nur laut gedacht. Also, wenn ich eine ernsthafte Frage an Chat habe, die ich beantwortet haben möchte, dann sage ich das. Aber so ist gerade ein bisschen schwierig. So, wenn ich laut denke und du mir dann sagst, nein, es kommt jetzt kein Tutorial. Das ist ein bisschen schade. Dann ist die Überraschung weg. Tschüss. Vielleicht bis dann, vielleicht doch nicht. Mal gucken. Halte N gedrückt, um den Fotomodus zu starten. Der Fotomodus kann irgendwas. Was fliegt denn da? Oh. Da bin ich. Warte, wie verändere ich den Winkel? Ich will nicht Drohne. Ich auch hoch. Action. Wie kann ich denn die Kamera jetzt einfach hoch? Vielleicht brauchen wir es später nochmal. Modus oder so. Hier geht's los. Hallo. Bitte komm.
kommen! Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy, schön, deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Warum nicht? Du hast den Clan verlassen. Ich kann dir nicht helfen. Seit wann bist du so vorsichtig? Ich nenne das loyal. Das System funktioniert nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Das ist Nomadenrevier, also kriegen Nomaden die Jobs. Wäre kein Problem, wenn du noch bei den Backers wärst. Du hättest dich wie die anderen der Snake Nation anschließen sollen. Snake Nation kann mich mal. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da. Natürlich war ich das. Vielleicht hat der Klient deine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut, aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willy. Hast was gut bei mir. Willy. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Passiert halt gar nichts, wenn ich hier rüber springe. Bin ich hier hoch? Ja, ich glaube. Hä? Ich will jetzt nicht unendlich viel Fallschaden bekommen. Die läuft wie so ein Pinguin. Patscht so. Das klingt echt gefährlich, das Auto. Schönes Auto. Hier ist Loot. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann, aber hier gibt's Loot. Ist denn jemand zu Hause? Oh, hatte schon Schiss, ich muss hier sesshaft werden. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Eine Geschichte der Nomaden von... Wenn ich jetzt lesen drücke, habe ich die dann trotzdem im Inventar? Ich nehme die einfach mal. Muni! Hallo! Glaube ich zumindest. Bist du... Mein Name ist Jackie Wells. Wie? Du hast also Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis.
bevor man übers Geschäft redet. Ist das die Stimme von Joel? Brauch. Oder nur gute Manieren. Du hast also Prinzipien. Man braucht Rückgrat, Chica. Das ist das Einzige, was einem nie jemand nehmen kann. Na dann fang du zuerst an. Gebürtiger Ensia. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Die Fracht. Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Weiß es selbst nicht, und das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, Depp hat sie verloren. Ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt oder so. Und niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Na gut. Laden wir sie ins Auto. A huevo. A huevo. Claro. Du trägst. Ja. Hatte schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich missgelaunter Hurensohn. Ja. Yep. Unser Auto atmet. Oder bin ich das? Also, wie? Doch, das ist, glaube ich, wie. Es sah so aus, als ob unser Auto atmet. Verdammtes Schwergewicht. Ja, also, fahren wir los. Hast du das Frachtverzeichnis vom Transport? Logisch. Hat der Fixer dir keine Infos zum Job gegeben? Hat er. Wollte nur sicher gehen. Hör mal, schon. Wir sind beide Profis, oder? Doch schon mal was geschmuggelt. Warum hast du Angst? Das war so nicht geplant. Naja, vielleicht ein bisschen. Ist Lili? Der Qualm sieht ja super krass aus. Was machen wir jetzt? Nichts. Wir scannen uns und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Reden. Ja, das Spiel mich ja schon abgebremst. Ich konnte gar nicht mehr schneller fahren. Bitte im Fahrzeug bleiben. Die Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Hab ein echt mieses Gefühl. Du siehst ein bisschen groß aus in dem Auto. Dir ist klar, dass die merken, wenn du nervös bist? Du musst dich beruhigen. Ja, claro. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen sie angucken. Ja, nimm. Lass mal sehen. Als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Wow, also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Oh, Verfolgungsjagd. Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Oh, chingada madre. Was jetzt? Entspann dich. Das gehört dazu. Alles Teil des Plans. Okay, du weißt, was du tust. Schon klar. Wenn wir wollen, dass dein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Credchip mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh,
Ach ja, fast vergessen. Wir sollen im Auto bleiben, ja, nicht aussteigen. Ha? Ach doch, der hat, glaube ich, gesagt, wir sollen aussteigen. Wir sollen uns melden. Ich lasse den Motor laufen, falls wir uns schnell verbissen müssen. Mach das. Tag. Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Das ist jetzt seine. Zwei melden. Setz dich. Papiere. Ich kenne die Regeln. Es ist alles da. Könnte sein oder auch nicht. Werden wir sehen. Hm. Was transportiert ihr? Weiß ich nicht. Hier steht's. Alles? Wenn was nicht stimmt, sag's einfach. Bin sicher, wir können uns einigen. Ich hab noch nichts gesagt. Die Frage ist, ob ich was nicht Reguläres erwarten sollte. Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Ah ja. Zu welchem Nomadenklan gehörst du nochmal? Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Ein Vergiss Partner? Nicht, deine Sachen mitzunehmen. Vorsicht mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City. Danke. Kein Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Ah, was erwartest du? Jung und naiv. Was nur ein netteres Wort für dämlich ist. Nett. Was ist denn dem passiert? Hey, der ist nach vorne gefahren. Ja, wir standen erst hier hinten. Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Ja, okay. Okay, jetzt fährt er. Hallo Julia, schönen guten Abend. Ich mache mich bereit zu schießen. Sagst du mir jetzt, was da drin passiert ist? Ein Zollwichser wurde etwas pingelig. Und das ist nicht normal? Nicht in diesem Ausmaß. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie, fahr einfach.